Michael Treichel. Christian Hahn hat eben gesagt, es war eine geile Saison. Unterstreichst du das? Hildesheim jubelt. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Die Saison war trotz jetzt dieser 2x40 Minuten, wo wir wirklich gekämpft und gefightet gemacht haben und unglücklich so ein das 2-1 durch den Platzfehler gekriegt haben, muss man ganz klar sagen. Das hängt ja mit der ganzen Saison, kann man ja wirklich nur trotzdem sagen, dass es trotzdem super war, die Saison. Ne? Das hängt ja teilweise nur von 2x40 Minuten ab und trotz alledem haben die Jungs gefightet gemacht. Also die haben alles gegeben, man hat es ja gesehen, die sind natürlich jetzt tief traurig, aber war schon trotzdem eine super Saison. Gut, alles klar, danke. Ja. So, Christian Hane, dein Resümee. Mein Resümee? Ja, ich denke mal, dass der Platzfehler das Spiel entschieden hat. Zum 2-1. Man muss aber auch sagen, dass ihr in der ersten Halbzeit... Dafür waren wir in der zweiten Halbzeit komplett überlegen, meines Erachtens. Wir haben ja nur noch lange Bälle gespielt und Konter gespielt. Ja, aber ihr habt eigentlich insgesamt euch so ein bisschen dann verzettelt in Zweikämpfe zum Ende hin. Die Hildes und Hildesheim war wirklich nicht schlecht. Nee, weil wir stehen ja nicht umsonst beide da oben. Also von daher ist das okay. Und von daher Glückwunsch an Hildesheim. War okay. War vielleicht ein, zwei Tore zu. Wie geht's weiter? Ja, und nächstes Jahr greifen wir wieder an. Mit einer neuen Mannschaft, mit den 95ern. Und dann greifen wir in der neuen Saison wieder an. Schau mal, ja? Alles klar. Das kann ich. Also Kai Möhnert, ihr habt zu dritt an der Seitenlinie gestanden, ihr habt euch sehr engagiert. Am Ende sollte es dann nicht sein. Wo lag's denn aus deiner Sicht? Ich denke, wir waren zu nervös. Nach den ersten Viertelstunde war es okay, danach sind sie nervös geworden, weil sie die Tore nicht gemacht haben, die Chancen hatten sie gehabt und danach war auch Hildesheim einfach stärker, hat uns unter Druck gesetzt und dann in der zweiten Halbzeit fand ich uns stärker, nur in der Verlängerung haben wir es teuer auch zum 1-1 gemacht. Und dann in der Verlängerung haben wir einfach dann bei dem 2-1 diesen Platzfehler, wo der Ball über den Torwart springt, den keiner halten kann, aufgemacht. Dann kriegt man halt zwei Kontertore noch und damit hat man dann auch 4-1 verloren. Man sollte aber vielleicht noch ein Wort verlieren. Ich habe das vorhin noch nicht getan zu eurem Torwart. Hüssigin Özel, der hat euch ein paar Mal im Spiel gehalten. Ja, der hat also wirklich genial gehalten heute. Deswegen ist er 2-1, ist noch nicht an die Kappe. Das war ein Platzfehler, da kann er überhaupt nichts machen. Er hätte keinen Torwart vernünftig gehalten, keine Chance. Der hat wirklich sehr stark uns im Spiel gehalten. Super Paraden gemacht und war auch immer hellwach dabei. Also kann man nichts zu sagen. Nicht zu beschweren. Alles klar, danke. Also Martin Prange, deine Sicht auf das Spiel. Also erstmal Kompliment an die Mannschaft. Hat wirklich einen guten Fußball gezeigt. Muss man sagen, in der Verlängerung unglücklich das Nachsehen gehabt. 2-1 durch ein Tor, was durch einen Platzfehler bedingt war. Zum Ende noch zweimal auskontern lassen. Also in dem Sinne nicht gerechtfertigt gewesen, schätze ich mal. Alles klar, danke. Come on, team!